Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Forza Horizon 4 Multiplayer-Ausgabe Lost in der Offroad-Edition steht an. Und zwar in einer ganz besonderen, nämlich in der Expedition Edition. Das klingt so lustig, aber es ist so. Das haben wir ja beim letzten Mal schon gespielt und das kam richtig gut an und das hat uns auch richtig viel Spaß gemacht. Denn der große Unterschied bei dieser Lost-In-Ausgabe ist, dass wir kein festes Ziel suchen oder zumindest mal kein festes auf der Karte, sondern ein Spieler versteckt sich. Klar, er bewegt sich nicht, also in dem Fall ist es trotzdem ein festes Ziel, aber es ist ein Spieler, den wir suchen, der so immer so kleine Brotkrumen in den Schnee wirft, im wahrsten Sinne des Wortes, und wir müssen versuchen, ihn zu finden. Mit dabei heute haben wir Andy, Flyhigh, Lukas370Z, Mr. El Gringo, Nur24stunden-Racer, Stui, Scrax Gaming, Supernoob, Luca, Nicefiber und Farox. Grüßt euch! Hallo! 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 Ja, und ihr habt auch schon gesehen, diesmal sind wir nicht mit dem Toyota Arctic Truck unterwegs, sondern diesmal sind wir mit diesem geilen Top Gear Gerät unterwegs, mit dem E350D oder wie der heißt, irgendwie sowas, oder? Ist richtig? Ist korrekt? Ja. Keine Einwände? Ja. Alles klar. Ja, wunderbar, genau, mit dem sind wir unterwegs. Es wurde auch vorgeschlagen, das war aber auch schon die Idee, das letzte Mal den zu verwenden, da haben wir dann kurz... Zeitlich ist nochmal umgeswitcht, aber ja, diesmal ist er dran. Sui hat auch hier ein geiles offizielles Design gemacht, was schon ein bisschen eingeschneit hier ist. Mit dem bin ich auch unter anderem unterwegs. Ansonsten Design war natürlich freigestellt. Tuning war nicht freigestellt. Da fahren wir einfach Stock. Ja, wir wollten mal wirklich richtig schön langsam gediegen mit dem Diesel mal richtig durch den Schnee fahren. So, und jetzt so lange genug geschnackt. Ich würde sagen, Stui, du darfst dich dahin begeben, wo du dich hinbegeben möchtest. Und der Rest geht dahin, wo er halt eben hingehen soll. Das haben wir schon mal vor Gang ausgelost. Alter. Und dann gucken wir mal, was Stui sich da Schönes überlegt hat. Hallo. Oder ist der Schnee vom Auto wieder weg? Doch, Empfang ist auf jeden Fall gut, ja. Aber das aber brauchen wir auch für unsere Expedition. Lukas, ich fahre dir hinterher, ne? Hört sich vielversprechend an. Mach das ruhig, aber mach das ruhig. Da wird erstmal gerammelt. Was? Ja, hab ich, okay. Ich darf das. Ja, du ready? Wenn ihr soweit seid? Wenn du bist, ja. Leg los. Ich bin auch soweit. Da, wo ich bin, gibt's in der Regel keinen Empfang. Bitte was? Was? Okay. Was? Ich weiß schon, also könnte mir schon denken, wo. Du ja, ich würde Professor. Aber wobei moderne Sachen könnten da Empfang haben. Also ist vielleicht das doch nicht ist so wiederum richtig. Ich deswegen möchte bitte eine wissenschaftliche. Natürlich schlau ist, hat es einkalkuliert, deswegen kann ich mir schon denken. Ich möchte bitte eine wissenschaftliche Analyse haben, ob die Aussage von Stui korrekt war oder nicht. Ja, das sehen wir dann, wenn wir da sind. Aber ich anmerken, wir haben den ersten Backflip. Also spontan hätte ich eine Idee, aber. Weil ich ja schon den Einwand hatte, dass moderne Orte einen Empfang haben, ist es eben nicht so ein moderner Ort dieses Ortes. Und deswegen gehe ich jetzt mal hin, wo es vielleicht nicht ganz so modern ist. Dieses ja, aber unsere Antennen auf unserem Ort haben doch überall Empfang. Ja, wir haben Empfang, haben wir schon gesagt, das bis zu Radio Mars. Ja, wir können den, wie heißt der, Rover, weiß ich was, auf dem Mars, den können wir empfangen. Wir können schon mal bestätigen, dort ist es rötlicher, aber es ist nicht so weiß dort. Das ist schwul wahr. Könnt ihr einfach per Nachbearbeitung das Weiß in Rot machen und dann haben wir ja Mars-Expedition, genau. Mit ich habe erst jetzt verstanden, was mit Empfang gemeint ist. Ich dachte so. Ja. Das sind ja, also ja, viele, ja, viele nee, haben es nee, auf jeden Fall nein. Doch, was dachtest du? Ich hoffe, ich habe nicht zu kompliziert gedacht. Ja, Empfang wie so, keine Ahnung. Wenn man das Problem ist halt, es gibt zwei Orte, die mir spontan einfallen. So ich habe es nicht verstanden. Relativ nah. Ja, wie man, soweit weiß schon so, also irgendwo, wenn halt irgendwo... Ich fahre jetzt erstmal zu so dem näheren, auch wenn das nicht mein... Ich habe das leider wieder nicht verstanden. Wer kommt denn da hinten? Hä, was? Also, wen willst du denn verstehen? Stui, sei still! An dem Ort, wo ich bin. Hatte wieder was Dummes zu sagen, Mensch. Ja. Ist es dunkel? Ja, das habe ich mir schon gedacht. Oh. No shit, Sherlock, würde ich an der Stelle mal einfach sagen. So, ich fahre jetzt erstmal dahin, wo ich denke, dass es da vielleicht ist. Aber es ist nicht meine erste Wahl. Meine erste Wahl ist ungefähr hier. Nur für die Zuschauer, nicht, dass es nachher heißt, das kann ja jeder sagen. Nein, aber dadurch, dass du ihn noch nicht gesagt hast, dass ich in der Nähe bin. Stimmt, du musst ja noch sagen, wenn jemand in der Nähe ist. Genau, also ich habe das schon im Blick.
und würde so. Ja. Ich hab mir so einen Radius. Wo sehe ich denn? Einer verfolgt mich, das finde ich nicht gut. Geh weg, das ist meine Expedition. Mein Schatz. Aber wo denn? Schatz. Karte nochmal einhalten, dass ich also so. Also gut, scheinbar bin ich nicht in der Nähe, schade. Ja, war ich leider auch nicht. Das wäre nämlich jetzt die eine Variante hier gewesen. Dann also aktuell zur zweiten Variante. Alle noch weit weg. Das kann man auf jeden Fall sagen. Weit weg. Weit weg. Oh, das mache ich, da habe ich Bock drauf. Ich hätte eine Idee. Oh. Ab durch die Mühle. Was? Mühle? Also würden wir jetzt Horizon 2 spielen, wüsste ich wo. Da ganz im Norden über San Giovanni gab es doch diesen Bunker. Da würde ich da jetzt auch sagen. Oh ja, ja, ja doch. Unter dieser Burg, ne? Dieser kleinen. Ja. Vielleicht bist du ja einfach unter Wasser, der hat sich zum U-Boot weiterentwickelt. Cool. Ich hab das schon Blick, wer in meiner Nähe ist und wer nicht. Ja, also bis hier nicht. Ja, ich glaube, ich weiß wo. Also glaube ich mal nicht, dass es da ist. Ich weiß, ich weiß, wo es sein könnte, aber ich weiß nicht, wo das ist. Nein. Scheinbar ist das auch nicht in der Nähe. Was dauert so lange, bis ich da hinkomme? Da fährt auch irgendjemand kam jetzt gerade entgegen. Also ich bin nicht in der Nähe, also brauche ich da gar nicht erst reinfahren. Aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass da, wo ich jetzt hinfahre, keiner war bisher. Gut, also... Also ja, da wo du warst, waren am Anfang auch schon sehr viele. Die sind schon alle weiter. Ja, ja, die halt wahrscheinlich da oben gestartet sind. Genau. Halt wahrscheinlich, ja, ja, klar. So, muss ich kurz überlegen. Aber dann ist es ja nicht da, warte. Das nächste Event, was es so um mich rum gibt, ist ein Sprung. Ja, ja, das geht, weiß, glaub ich, jetzt weiß ich wo. Ich glaube, ich bin nicht schlecht ziemlich unterwegs. Sicher weiß ich sogar. Oh, ja. Kann sein, dass ich in der Nähe bin. Diese Aussagen sind immer sehr gefährlich. Ja, nein, auch. Diesmal bin ich mir ziemlich sicher. Wenn ein Sprung in der Nähe ist, dann... Crax ist jetzt in der Nähe. Also war ich doch auf dem richtigen Weg. Ich wusste, dass das Ding... Ja, bis ich dort bin, sind halt alle... Jetzt muss ich nur das Ding finden. Jetzt muss ich nur diesen scheiß Eingang da finden. Da gibt's keinen Eingang. Der Empfang ist schlecht, ist doch, denk mal nach. Und wir haben, ja. Und wir haben aber Empfang bis zum Mars. Also ist es wohl auf dem Jupiter. Mann. Genau. Ich suche auf Jupiter. Da ist nämlich auch dunkel, wenn die Sonne nicht scheint. Meine Rakete genommen, hab Diesel reingefüllt und dann bin ich weggeflogen. Okay, soll ich das nicht? Hab das nämlich durchschaut. So. Ich hätte mal gesagt, dass du mich siehst. Dementsprechend bist du der offizielle Gewinner. So, ich hab's mir noch gedacht. Man kann jetzt auch sagen, dass Nice Fiber in der Gegend ist. Ja. Also in der Nähe, nicht in der Gegend. Ich in der Nähe. Also ich bin jetzt richtig großkotzig und mir musst du gar nicht sagen, ob ich in der Nähe bin oder nicht. Ich weiß ganz genau, wo du bist. Oh, ich glaube, jetzt. Wenn ich jetzt damit den übelsten Fail meines Jahrtausends lege, dann ist es so. Dann das kann man ja dann mal beobachten. Ja. Das Ding ist, der Ort, den ich im Kopf habe, da bin ich schon durchgefahren und da wurde mir nicht gesagt, dass ich in der Nähe bin. Also ich hab's gerade auch gedacht, ja, verkackt. Ah, ich bin mehr. Andi ist jetzt dann auch in der Nähe. Wait, what? Was? Hä? Bin jetzt. Sprung ist in der. What the fuck? Also, ich hab grad die einzige für mich logische Ding, aber das war's anscheinend. An dem Ort, an dem ich bin, ist auch ein. Oh, ich kann das jetzt nicht mehr sagen, welches Schild, weil da alle drauf sind. Ein Schild. Wow. Jetzt weiß ich's. Wie bin ich denn jetzt in der Nähe? Auf dieser Map? Ich weiß es, aber ich bin so weit weg. Ah, lol, okay, ja. Jetzt hat es geklickt. Klick, klack. Das ist nur die Frage, wo ist es? So. Wo bin ich? okay. Barux ist dann jetzt auch in der Nähe. Vorschlag. Okay. Ja, auf dem Schlauch. Der Empfang ist schlecht. Alles ab. Ja. Das ist doch jetzt eigentlich gar nicht mehr so schwer. Ich muss doch jetzt nur noch hier das finden. Genau das hier. Und dann da. Dann Baum. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu früh querfeld eingefahren. Egal. Dann hat man ja richtig Vorteile, wenn man sich diese Karte gekauft hat am Anfang und sich die Schilder gar nicht ersuchen muss. Super. Und dann hier. Ja, verdammt, ey, wo ist denn die Kacke? Die muss doch hier irgendwo sein. Oh, da
dran. Ich habe noch eine Idee. Dann fahre ich auf eine andere Seite. Adi, schaust du auf die Map, das finde ich wahrscheinlich besser. Dann bleib ich in... Ja, ah, okay, ist danke. Also nee, so verwirrt von diesem Sprung. Okay, wo bist du hin? Was hat mich jetzt gerettet? Ich glaube, Nico ist irgendwie komplett an der falschen Fährte. Abseits von dem Sprung ist auch eine Driftzone in der Nähe. Hä? Ah. Wait. Wo ist der komische Sprung hin? Eine Driftzone, ein Sprung? Dann bleib ich erstmal, wenn du kannst in die Karte gehen, der da steht. Oh Gott, jetzt ist ja noch Schneegestöber mit Nebel. I'm not so sure, aber ich versuch's. Und der Ray hat mit seiner Großkotzigkeit halt auch noch recht behalten. Richtig ekelhaft. Oh, jetzt bin ich aber weit. Warum bin ich jetzt beim Strandhaus? Ist überhaupt jemand in der Nähe? Ja, Farox ist auch immer noch in der Nähe. Okay. Ja, jetzt hab ich's. Halleluja. Offensichtlich. Ich hab noch doch interessant, Idee, dass ihr alle. Wenn das jetzt nicht klappt, dann bin ich kommt wirklich los. Ja, eigentlich wollte ich auch von der anderen Seite rein, aber ich hab ein bisschen. Bin zu früh irgendwo oder zu spät abgebogen oder was weiß ich. Und bin ist noch rein, wir sind in der Burg. Einige sind echt noch ein bisschen. Ja, also ich würde sagen, einer ist schon mal richtig auch. Richtig ja, ich würde sagen, es wird Zeit für den nächsten Tipp, oder? Wenn ich sehe, wie viele da. Gott, was können wir da noch für einen Tipp geben? Guck mal nach unten. Ja, wir stehen auf Boden. Wir stehen auf dem Boden. Ja, danke. Der ist auch ganz besonders, dieser Boden. Der ist sehr mineralienhaltig. Oh, die nächstgelegene Straße hat ein Wasserloch. Zu gewissen Jahreszeiten. Oder ist das zu schwierig? Na, nee, so viele Wasserlöcher gibt's gar nicht. Nee, dann hättest du dich schon spontan sagen, fallen mir, glaube ich. Also spontan fallen mir. Also, nachdem sich jetzt viele gerade in die falsche Richtung bewegen, wir sind auf der östlichen Seite der Karte. Was? Ich weiß ganz genau jetzt, wo ihr seid. Ich bin voll in die falsche Richtung gefahren am Anfang. 24 Stunden, welcher ist in der Nähe? Ja. Achso, ich muss ja rausgehen, wenn ja. Ah, nee, ich fall gerade hier runter, also. Bleib noch ein bisschen drin, ich weiß, wo ihr und, seid. Und 24 Stunden Racer genau ist in der Nähe. Ja. Wieso, Ray Fox kam noch nach dir an? Achso, stimmt. Haben wir vergessen. Ah. Da hat's einer verstanden. Ich hab überhaupt keine Ahnung. War, ja. Passt. Bin erst komplett woanders hingefahren, also der Sprung hat es dann irgendwann Klick gemacht. Ich glaube, ich stelle mich mal ein bisschen auf die Seite. Gut, wenn ich im Menü bin, ist es nicht so schlimm, aber. Selbst da oben. Ich stelle mich trotzdem mal auf die, gar keinen Sprung. Die Seite. Bei mir hat es Klick gemacht. Ich dachte, ich wäre bevor es hier noch einen Stau gibt. Ich dachte, ich hätte den Händen mit der Rale auf die, lass den Boden verstanden, aber irgendwie auch nicht. Wer ist denn jetzt unterwegs? Fly High. Ich bin auch noch unterwegs. Ringo, der halt einfach sich nur in Mexiko auskennt. Lukas. Ich wollte gerade sagen, ich bin in Mexiko hier. Die will jetzt ja, ist ganz einfach, Herr Gringo. Stell dir einfach vor, der Schnee ist entweder der andere Schnee oder Sand. Der andere Schnee hat mich gerade. Ja. Danke. Ja, das war jetzt halt die FSK 18 Interpretation. Wir reden von Salz, oder? Ja, ich hab gedacht, natürlich. Aber Salz sehen sind ja eher sogar? Bolivien, ne? Ja, sorry, das ist ja dann wohl mein Fehler gewesen. Ah, Schande über mein Haupt. Es ist zwar dunkel, aber doch gibt's zwei Lichter. Auf beiden Seiten. Au. Zwei Lichter auf beiden Seiten. Das ist ja wie Moment, das Licht am Ende ja mal angucken. Ich hab bei meinem Auto vorne auch Licht auf zwei Seiten. Es gibt ein Lied, was dieses Objekt. Sagen, wo das wir uns egal, ich habe jetzt noch eine Möglichkeit. Freiheit ist in der Nähe. Ja, das war meine letzte Hoffnung, Alter. Ich sehe euch schon. Bin ich in der Nähe? Ja, Vince, du stehst ja auch nur rum. Ja, also weil ich gerade verwirrt bin. Ja, ich habe auch keinen blassen. Ist das jetzt sein Fehler, wenn du verwirrt bist? Also ganz ehrlich, ich glaube, wenn du halt mit den ersten zwei Tipps nicht zurechtgekommen bist, dann. Ich würde, also.
ne, man soll ja nicht zwischengrätschen, ich will auch gar nichts dazu sagen jetzt, aber du, ich würde sagen, du kannst, glaube ich, den finalen Großtipp geben, weil sonst dauert das, glaube ich, für einige echt ewig, weil manche haben echt gar keinen Plan. Wir sind in einem Tunnel. Ja, okay, das, ich glaube, das haben sie alle mittlerweile verstanden. Ja, hä? Ich dachte, ja, vielleicht den finalen Großtipp. Schienentunnel, genau. Nicht, dass ein Tunnel kommt. Wir stehen in einem Tunnel. Ach so, ah. Ach so, doch, der Autobahntunnel. Ja, Vince hat ja das mit dem Tunnel, glaube ich, auch noch nicht verstanden gehabt, von daher. Ich war schon ein paar Tunnel. Ja, ja, ich dachte halt so, du meinst, jetzt kommt endlich das mit den Schienen, weil so, da kannst du ja im bestimmten Fall einfach die Schienen abfahren. Ich war jetzt einfach die Schienen dann ganz einfach, weil wenn es der genau. Tunnel da oben nicht war, dann keine Ahnung, das kennt ich kennt keinen anderen. Ich dachte, also durch die Autobahn bin ich auch gefahren, Nico, ja. Und es hat funktioniert. Muss ich erstmal Schienen finden. Ja, wollte ich gerade auch sagen, ich muss erstmal Schienen finden. Oh Gott. Nachdem es hieß, dass die meisten schon in der Nähe waren, Zug. Im einen Punkt und es der falsche war, wusste ich halt sofort, ja, so, es gibt nur eine Möglichkeit. Auf eine gute Reise, ne? Traurig ist ja, es gibt ja nochmal einen dritten Schienentunnel, aber echt? Den kann man den kann man nicht befahren. Das ist ja. der in der Stadt. Den gibt's ja auch. Genau. Stimmt, den gibt's ja auch noch. Auf beiden Seiten quasi, aber die kannst du ja nicht befahren, leider. Ja, und eins also, im Südosten. Den zu den Highlands, den haben ja wirklich die meisten direkt. Ja, das war das doch, weil alle in der Nähe waren. Genau. Ja, dahin war ich auf dem Weg tatsächlich nach. Also, ich bin erst im Autobahntunnel gefahren, danach halt in die Richtung. Aber dann dachte ich mir, Moment, da werden schon super viele gewesen sein. Ja, genau. Wenn noch niemand in der Nähe war, dann ist das da nicht. Nee, wir waren alle so dumm, Andi. Damit musst du doch rechnen. Wobei ich dachte, war zuerst einfach mal oben der eine Tunnel da. Bei Mortimer's Garden, da bin ich als erstes in. Welche Richtung ist das nochmal? Und der ich wusste, dass es zwei Tunnel gibt. Supernoob ist in der Nähe. Das ist jetzt ein Tunnel? Genau. Lukas ist in der Nähe. Oh, da geht sogar ein Rennen durch. Der. Ja. Ja, ich weiß nicht mehr, in welche Richtung das ist. Deswegen, ich kannte diesen Tunnel, aber. Tunnel. Ich wusste halt, wie man zu diesem Tunnel kommt. Ich dachte mir im ersten, aber ich wusste, das kann kein Tunnel sein, das wird zu sehr eingrenzen. Das habe ich auch voll. Wo so eine Gabelung hat, wo man sich entscheiden kann, fahre ich außen rum oder fahre ich quasi durch den Tunnel. Das habe ich aber auch erst ganz, ganz spät in der Zeit von Horizon. Ist auch eine der. Ja, du bist halt so schnell, du bist halt immer schon Erster gewesen, hast halt nie gesehen, dass alles auf andere Routen gibt. Du hast gerade einen anderen Spieler gesehen, der nicht in der Kolonne ist. Nein, ich habe einfach einen NPC gesehen und fühle mich jetzt richtig scheiße. Da kommt der Zug, scheiße. Also Vince, du hast auf jeden Fall noch die Chance, Ledger zu werden. Das ist kein Hinweis. Der Zug ja, aber den Hinweis hat es mir schon gegeben. Also, er ist doch vor der Kreuzung. Also mehr geht nicht. Also stimmt, auf der östlichen Seite der Autobahn, um es noch genauer einzugrenzen. Hatte man die ganze Zeit an der Autobahn rum, du Affe. Es hat ja auch niemand davon gesagt, dass wir an der Autobahn sind. Wo fährst du überhaupt rum? Ja, das sind Schienen. Grundsätzlich ist in der Nähe. Gar nicht so. Aber, genau, ja. Luca ist mehr als in der Nähe. Hallo Luca. Habe ich mich gerade beim Lachen verstummt? Ich wusste gar nicht, dass es da so eine Gleiskreuzung gibt. Die habe ich jetzt erst zuerst entdeckt, jetzt gerade auf der Karte. Ja, weil dazu kommt. Da freue ich mich auch schon drauf, wie sich Vince da entscheidet. Ja, südlich von uns. Ist quasi da, wo dieses Baum-Dings ist. Weil eine Zuglinie geht ja über da, wo Vince jetzt gerade fährt. Und die andere geht ja nach Süden. Der Zug fährt wie will. Da ist eine Zugkreuzung, wenn du so willst. Ach ja, stimmt. Stimmt. Du kannst ja oben nochmal, da wo man in die Stadt jetzt von uns aus praktisch reinfahren würde, da kann man auch nur bis zu einem gewissen Punkt auf dieser Brücke stehen, ne? Und dann geht's auch in einen Tunnel, wo man nicht reinfahren kann. Ja, genau. Sag ja, es gibt ja von beiden Seiten von Edinburgh gibt's einen Tunnel, wo du nicht rein kannst. Eigentlich voll schade. Vier Stück. Ja, vor allem auf der Karte sind die Schienen ja noch eingezeichnet teilweise. Ja. Und durch 50-50. Und es gibt Möglichkeiten, wie du halt da trotzdem hinkommen kannst, durch gewisse Map-Glitches. Ja, aber das ist ja nicht Sinn des Erfinders und so. Und das Traurige ist halt, der Bahnhof da unten ist halt wirklich sogar relativ detailreich. Ja, ja, cool, das ist richtig gut gemacht. Und Fun Fact für alle Marvel-Fans, dieser Bahnhof hat man in Infinity War gesehen. Das ist nämlich genauso tatsächlich die Kirche. In Edinburgh, die war auch am Anfang.
Also das, ist mir aber so viel später erst aufgefallen. Erst wo ich Infinity War, glaube ich, zum dritten oder vierten Mal gesehen habe, ist mir ist das sofort aufgefallen, tatsächlich. Nicht nur in Infinity War sieht man den Edinburgh Bahnhof, auch in einem anderen großen Kino-Blockbuster. Ja. Wenn's überlegt. James Bond. In alle Wege führen nach Edinburgh. Ein Film, der erst neulich im Kino lief. Oder noch läuft. Ja gut, da bin ich halt natürlich raus, weil Kino war ich schon seit 2 Jahren nicht mehr. Entscheidet sich. War es die richtige Entscheidung? Ja, ich auch nicht. Ja, das ich weiß keiner, ne? Gefühlt jede einzelne... Wenn es im Kreis fahren, bringt ja auch nichts. Ja, ich weiß. Warte mal. Okay, wir warten. Soll ich eine Münze werfen? Warte mal, da hinten ist... Warte mal. Okay, I try, weil hier hinten weiß ich, da müsste eigentlich auch einer sein. Auch. Ja. Ja, aber dann kannst du ja nicht sein. Also, ne? Weil bei den Millionen von Tunnels, die du jetzt schon abgefahren hast, ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt genau der ist, eigentlich. Ja. Ich habe eine Wahrscheinlichkeitsrechnung aufgestellt. Ja. Oh, weh. Oh, weh. Vince ist in der Nähe. Was? 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 Das kann ja gar nicht sein. Ich sehe Lichter. Vince! Am Ende des Tunnels geh ich drauf zu. Gibt ein Licht, ich sehe Lichter im Tunnel. Ey! Ja, geil. Wer war jetzt nochmal erst da? Das ist schon wieder so ewig her. Hi, ich. Crax, ja dann, hast du schon was? Nicht wirklich, ich bin da. Ja, das ging jetzt auch so schnell rum, da hast du jetzt kaum Zeit, dir was zu überlegen. Ja, ich hab mir was überlegt. Kann ich schon verstehen. Hätte ich aber mit auf die Autobahn. Dann würde ich einfach mal sagen, dann lose ich erstmal aus, dass alle schon mal zur Startposition gehen, dann kannst du ja danach dich verstecken. Andi, du darfst nochmal zum Strand, ich glaube, du warst vorher schon beim Strand. Ja. Flyhigh zum See, Lukas zum Strand, Mr. Gringo, Villa, nur 24 Stunden Racer, See, Stui, Strand, Super Noob, See, Luca, Villa, wow. Nice Fiber, See, Farox, Villa und meine Eins zum Strand. Ja, guck mal, siehst du, Andi, hast du mich als keine Ahnung was. Yay. Ja, gut, und ich noch weiß jetzt nicht, ob das so der beste Ort ist, aber wer ist denn dieser Red Bull? Oh, egal. Wenn ich eins weiß aus der letzten Expedition-Ausgabe, ist, dass selbst die banalsten Orte dann doch manchmal vielleicht die interessantesten sind zu finden. Wo ist denn jetzt das Ding hier? Oh, ich komme nicht mal durch die Mauer hier. Jetzt. Gut, ich glaube, es stehen alle, deswegen, sobald du bereit bist. Ja, einen Moment, ich suche gerade noch, wo das Ding nochmal genau war. Ich bin's gerade selber nicht mehr. Also Leute, ich gebe euch schon mal den ersten Tipp, da liege ich ziemlich richtig. Wenn Scrags in den Himmel blickt, sieht er einen Sternenhimmel. Ich weiß nicht, was genau. Es ist bewölkt, ich zweifle das an. Hä, bei mir ist nicht bewölkt. Ich hab Sterne. Bei mir auch nicht. Bei mir ist bewölkt. Bei mir ist es bewölkt. Anni, ist auf einer anderen Welt. Genau bei mir, du hast auch einen Sternenhimmel. Anni, jetzt die Wolken weg. Kein Scheiß, gerade habe ich keine Sterne gesehen oder ich war blind. Okay, ich die Wolken sind gerade auch weg. Ich hab die weggemacht. Dann fangen wir an. Einmal kräftig gepushtet und dann. Ja. Ich. Was ist der erste Tipp? Ja. Geht's los? Ja, gut. Ich bin da und da. Lass jetzt aber du sitzt in einem Mercedes. Ja. Korrekt. Ab nach Stuttgart. Nach Stuttgart. Ich stehe an einer Straße. Das ist super. Da bleib ich jetzt gerade stehen. Ich bleib hier. Wow, toll. Sag uns bloß nicht, dass das auch noch Schnee bei dir ist, ey. Das wäre ja übel. Na, stimmt, das ist der erste Tipp. Es liegt kein Schnee auf dieser Straße. Ist das jetzt dein Ernst? Ja, gut, das bringt mir jetzt auch nichts. Da kann ich auch stehen bleiben. Ungefähr zwei Drittel der Kofferraum auf, wir spielen mal Mauch. Ja, ich bin mit. Was war okay, Idee? Ich mir stehen Kofferraum mit Kofferraum, dann können wir das sogar mal mehr Fläche. Ich muss mal kurz gucken, was hier alles in der Nähe ist. Ja, lass dir Zeit. Wir können ja auch ein bisschen Autoquartett spielen. Oh, bei mir habe ich dich noch nicht berührt, tatsächlich. Ja, ich habe einen Klonk gehört. In der Nähe sind keine großen. Oder. Ich war. In der Nähe ist eine Fläche für ein bestimmtes Format. Oh. In der Nähe ist eine Fläche für ein bestimmtes Format. Ich fahr jetzt einmal irgendwo hin. Komm. Ja. Ja, doch, dann wird das schon was anfangen, auf jeden Fall. Ja, eine Fläche für ein bestimmtes Format. Also Multiplayer-Format, wenn ich nachfragen darf. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das zu offensichtlich war. Das wäre der nächste Teil. Ja, man versteht es, aber. Also ich glaube, wenn man es verstanden hat und richtig interpretiert hat Ja. und nicht falsch ist, was ich interpretiert habe,
Das Problem ist, ich interpretiere immer meistens zu kompliziert hinein und deswegen mache ich es mir jetzt nämlich unnötig schwer, aber... Dann geh mal die Formate durch. Nein, bin ich nicht, Vince. Das ist eine Lüge, dass ich da voll dagegen gebrennert bin. Also ich, ja schon, ich sage jetzt einfach mal, es gibt zwei Formate, die sehr oft kommen und da würde es dann nur zwei Flächen geben, die Sinn machen. Okay, Luca und Vince sind in der Nähe. Oh nein. Ja, aber sollen wir jetzt hier einfach rumfahren oder kommt da noch irgendwo? Ja, ne, ihr kommt da noch irgendwas. Ja, wenn ihr dann. Seid ihr nicht rumheulen, ey. Ein bisschen suchen soll ich auch noch dabei sein, ne? Ja. Ist ja eine Expedition. Was? Du gehst auch stehen, eine Folge deinem Navi zum Ziel. Wo fahre ich überhaupt hin? Ich fahre einfach mitten durch die Pampa. Gehst du noch im Pausenmenü, Skrax, oder? Ich guck gerade immer wieder raus und rein. Wahrscheinlich treffen wir uns gleich wieder. Ja, früher oder später gehe ich davon aus. Das heißt, die Folge wird sehr lang. Oh nee. In der Nähe ist eine Driftzone. Ah, das ist ein Wand. Ist das eine Driftzone? Okay. Ich weiß es gar nicht. Ja, doch, kann sein. Okay, nur 24-Stunden-Race und Flyhard sind auch in der Nähe. Okay, ich bin scheinbar nicht in der Nähe, dann ist es wohl was anderes. Ja, wenn es das, wo ich hinfahre, nicht ist, habe ich ein Problem. Das hier nicht ist. Dann fahre ich zur nächsten Fläche, die wir in den Formaten manchmal haben. Ist auf der Straße oder an der Straße oder in der Nähe der Straße? Das war mein erster Tipp, aber okay. Hä? Du stehst auf einer Straße oder? An einer Straße. An. Oh, Drag Race mit an. Boah, ich dachte gerade, was hat der? Das Fahrhaus ist jetzt auch in der Nähe. Oh, hi. Hallo. Großes Scheißteil. Das hier ist keine Straße, oder? Nee. Ach oh, Mann, ich will dich finden, ich hab so ein cooles Rätsel. Komm mir vor. Ich hab so ein cooles Reden. Hä? Ich weiß genau, wo er steht. Aha. Weiß nur, wie okay, kommt er hin. Ich weiß. Hey, was soll? Nein! Geh weg! Verpiss dich! Ich bin vor dir, ich bin vor dir! Nein! Aber hier steht er nicht. Hier steht er nicht. Nein! Na, da war was. Aber wir beide hatten genau denselben Gedanken. Aber da steht er noch nicht mal. Okay, ich hab ein Problem, der ist hier nicht. Da hat mich einer gefunden. Ich weiß jetzt gerade nicht, wer das ist, aber ich glaube, Fährst du rum, oder? Nee. Ah ja, muss ja stehen bleiben. Fly heißt in der Nähe, Luca ist in der Nähe. Ja, ich such dich ja. Du ist in der Nähe. Wer hat dich denn gefunden? Farox. Das wäre ich. Ah. Ich wusste, dass wie kann ich da nicht in der Nähe sein? Das verstehe ich nicht. Ja, ich bin auch noch nicht in der Nähe. Ich glaube, ich bin. Oh, ich habe zu stark abgekürzt. Ja, ich scheinbar noch nicht, verdammt. Wie kann ich. Ich bin die ganze Zeit in der Nähe, aber ich finde es nicht, hä? Bestimmt das Format. Halt die Schnauze. Nein, aber nein, wenn man nicht mehr in der Nähe ist, wird es auch schon gesagt, oder? Also, du bist die gelbe Lackierung, ne? Weiterer Tipp, ganz cool irgendwie. Aber die gelbe Lackierung ist richtig, oder? Ein weiterer Tipp. Es ist in einem. Ja, kann man das als Dreieck bezeichnen, die Formation der Straßen hier? Ja, geht so. Da ist auch noch ein anderer, der auch wohl nicht in der Nähe. Das ist ein Witz. Was nochmal? Ein Dreieck? Hallo, ey. Ja, das ist ein Dreiecksvergleich. Diese Straße bilden, wenn man auf die Map schauen würde, mit ganz viel Fantasie ein Dreieck. Aua. Also. Hä, hey, aber da war ich doch gerade. Ich betone nochmal mit ganz viel Fantasie. Das ist, glaube ich, ein bisschen verwirrend. Also. Mein Format startet. Ja. Hier. Aber da ist es ja scheinbar nicht. Oh mein Gott, ich glaube, ich weiß, wo es steht. Wenn du da stehst, ist der Tipp so dumm. Also, ich sag mal so viel: ich stehe im westlichen Abschnitt der Stadt. Hä? Ja. Und ich bin immer noch nicht in der Nähe? Willst du mich verklacken, oder was? In der Stadt, hä? Du westlichen Abschnitt. Hey, du bist im Nordosten. Ja, ist doch scheißegal. Ich bin in der Stadt und dann bin ich immer noch nicht in der Nähe. Also, ja, das ist halt lost. Oh. Die Straßen bilden ein Dreieck. Also hier ist ein Dreieck. Ja, weil du halt sagst, zum Beispiel, du sagst selbst, dass diese eine Fläche in der Nähe ist. Ja, aber wenn du sagst, der Startpunkt ist in der Nähe und es gibt in der Stadt nur einen Startpunkt und dann bin ich, und da war ich jetzt schon zweimal und du sagst immer noch, ich bin da nicht in der Nähe, dann kann ja die Fläche nicht in der Nähe sein. Es gibt noch andere Formate. Es gibt noch andere Formate. Ach, Ray, ich habe jetzt sehr viele Mercedes um mich herum. Bin ich jetzt in der Nähe oder nicht? Aber nicht in der Stadt. Andi ist in der Nähe, Vince ist in der Nähe, Pascal, Hi.
Jetzt gibt es eine Fläche, die Lukas, in der Nähe ist, Ray von der Stadt. Racer. Ray kommt jetzt auch in die Nähe. Hä? Der Einzige, der nicht in der Nähe ist, ist Nico. Wo soll's denn sein? Der Call ist Stadt-Nico. Ich will eigentlich noch einen Tipp, weil es hilft mir gar nichts und anscheinend allen anderen gerade auch nicht. Ich stehe an einer Straße, die bei einem Format nicht erlaubt ist. Und Tipp so an Fohlen, Driftzone. Also, es ist jemand dran vorbeigefahren. Sagen wir, wie es ist, wenn man CVR Offroad, CVR Sportet und CVR zusammen nimmt, ist alles erlaubt. Lukas, stell ich mal schöner hin, so sieht man nicht. Eine bestimmte so blöd. Format. Nicht ja, ich würde halt gerne auf dem Start. Ja, fahr doch in mich rein. Wo startet denn hier noch ein Format? Also, ich glaube, Nico hat. Bist du jetzt ja, dran vorbeigefahren? Okay, jetzt, okay. Ich nehme alles zurück, Entschuldigung. Jetzt habe ich es auch kapiert. Ach, Gottes Willen. Na, hoffentlich. Weil aber hier war ich schon. Dass ihr dann direkt auf dieses Format gekommen seid, das finde ich schon sehr krass. Also hier war ich schon ein paar Mal. Das gab halt eine große Frage. Hier ist nichts. Aber was soll das sein? Im westlichen Teil der Stadt, Nico. Wo bist du gerade unterwegs? Nice, weil hier war ich schon. Ich weiß nicht. Du stehst an der Straße, hast du gesagt, ne? Ja, an der Straße. Lass zusammenfinden. Aber hier ist auch kein Dreieck. Ich weiß nicht. Wie viel Fantasie? Ja, das ah, ja, jetzt kommt der Chef, weiß, wo es ist. Oh, oh ja, Gott. Genau. Ui. Da kommen uns drei entgegen, aber das ist die richtige. Ach, ich scroll, das sind gerade alle an uns vorbeigefahren. Alle. Ja, so. Wollte ich gerade sagen. Noch jemand nicht im Pause? Hey, alle sind an uns vorbeigefahren, dann war keiner von euch draußen. Ja, ne? Doch. Moment, ich stell mal meinen Arsch. Ja, nee, ja, scheinbar ja nicht. Nur 24 Stunden Racer ist schon wieder dran vorbeigefahren. Ich bin jetzt zweimal vorbeigefahren. Jetzt drehen alle wieder um. Warum? Weil ihr dran vorbeigefahren seid. Ja, aber anscheinend sind wir vorbeigefahren. Ja, aber ich wahrscheinlich stehen sie vorne an der Kreuzung. Ja, aber ich bin jetzt zweimal vorbeigefahren. Niemand stand da. Ich bin dreimal hier vorbeigefahren. Vorbei? Ja, ihr seid jetzt auch wieder alle dran vorbei. Ja, man sieht uns wahrscheinlich nicht. Das, ist klar. Ja, aber also es gibt hier einen so blöden... Komm, ich wie ich da stehe. Das könnte man schon sehen. Ist das euer Ernst? Ist das wirklich euer Ernst? Da, was wo dieses eine ja, Schild drin ja, ist, oder? Ja, aber das ist... Alter, das ja, stimmt, ah, ja. Es steht auf unserer Fläche ein Schild. Ja, wow, aber das ist Schmarrn. Da hat man nicht gesehen, da standen die ineinander oder irgendwas. Ja, ich dachte, du stehst auf einer Straße. Ineinander ich und man fahrt bin hier da vorbeigefahren, hab nach links alles abgeschaut und ja, da war niemand. Das ist Schmarrn. Ja, muss halt hier nochmal reinfahren. Ja, das weil war so wie die Geschichte halt mit dem See. Ja, das ist halt, sorry, ich bin ja fünfmal vorbeigefahren und das sieht man. Vince, das hier ist nicht competitive. Ja, ich sehe schon. Also ich sage mir mal so viel, Nico ist immer noch hier, oder was? Kommt ja, immer noch nicht drauf. Ja. Also da, wo der kleine Haufen in der ja, Einfahrt steht. Ich habe keinen Plan mehr, wo was ja, sein soll, weil ich bin jetzt die ganze westliche Stadt durchgefahren. Ah, okay. Nico, östlich der Stadt. Alter, bist im Süden, im Südosten, Teil der Stadt. Du warst doch ja, also, bei weitem also jetzt nochmal, jetzt nochmal, ich habe auch ein bisschen Feuer reingegeben, ich entschuldige mich auch nochmal an der Stelle, aber, na man, es ist halt kalt draußen, da muss man sich ein bisschen aufwärmen, also im Spiel ist es kalt draußen. Deswegen jetzt mal wieder ruhig und wieder zurück zum Format und alles easy. Das war jetzt halt ein bisschen Missverständnis. Ich habe auch nicht an das Format gedacht. Weil halt Stewie direkt gesagt hat, so ja, jetzt überleg mal, da gibt's ja nur, da kommen ja quasi nur zwei Formate mehr oder weniger in Frage, so nach dem Motto. Und dann dachte ich halt, ja gut, es gibt ja nur zwei große Formate, dass jetzt dann natürlich ausgerechnet das hier ist, was hier ist. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Tatsächlich direkt an das Format gedacht, nur nicht daran, dass das... Das Problem ist halt... Bin ich der Letzte, der unterwegs ist? Nein. Du und Andi. Nein, das Problem ist halt, ich versuche halt gerade ein bisschen logisch... Ich versuche halt gerade ein bisschen logisch nachzudenken. Also pass auf, wir haben ja... Es startet in der Nähe, in der Nähe von der Fläche, wo ein Format startet. Da steht immer das Fläche dabei. Richtig, genau. Das heißt, ich hätte jetzt gedacht an das eine Format, was wir nicht allzu oft bringen. Yeah. Was wir vor allem, ich glaube, der goldene Tipp ist, glaube ich, wenn ich den ergänzen darf, das Format findet niemals in dieser Jahreszeit statt. Richtig, genau. Das sehe ich von Anfang an. Das hast du dann steht ihr aber an einer Straße, die in einem Nico, gewissen Format, wo ich vom regulären CVR ausgebe, nicht erlaubt ist. Das ist nicht ganz richtig. So doch, doch. Semi-erlaubt. Ja, nicht mehr. Ja, also ich sag mal so, vergiss diesen Tipp. Geh auf den zweiten Tipp, den er direkt gesagt hat. Das war das, was er direkt danach gesagt hat. Soll ich ihn nochmal wiederholen? Oh, der zweite Tipp war, es ist eine Driftzone. Genau, er steht an der Driftzone. Ja, guck dir die Driftzone an. Ja, das mit der Driftzone war wirklich ein guter Tipp. Ja, das sonst wäre ich sauer, sonst wäre ich auch, glaube ich, ewig nur in der Stadt rumgefahren, weil ich einfach von CVR ausgegangen bin. Ich dachte, ja, okay, Fläche, da bin ich halt. Oder CVR.
Da bin ich halt, also dann, ja, bin ich halt gar nicht hingefahren, weil das ist ja noch erlaubt, was da ist. Oder wo ihr da steht. Ich wusste nicht genau, ob es noch erlaubt ist, deswegen habe ich auch... Naja, es ist erlaubt, man muss halt nur quasi genau an der Unterführung muss man quasi umkehren. Man darf nicht weiterfahren. Was steht hier oder was? Jetzt wäre der vorbeigebrettert. Ja, Nico, ich habe gesagt, dass ich in der Nähe bin. Ich hab doch gesagt, dass du in der Nähe bist. Ja. Jetzt ruhig. Es ist ein bisschen eskaliert, aber das ist ja auch okay. Wir sind alles Menschen und wir alle wollen halt... Wir wollen halt rechtzeitig zum Tee kommen, ja, wo uns Cracks hier eingeladen hat. Nur, dass du dich da so in der Auffahrt versteckst, das, damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Deswegen sind wahrscheinlich auch alle vorbeigefahren. Ja. Nicht nur einmal. Nur Faruxen. Nur einmal. Ja. Gut. Ja. Gut, alles cool. Wer war denn der jetzt der Erste? Farux. Das wäre mein Eins gewesen. Okay. Gut, dann würde ich sagen, ich los nochmal schnell aus und diesmal versuchen wir alle mal ganz cool zu bleiben, so wie das Wetter hier. So. Also, Andi startet. Wie kann das anders sein? Du weißt wo. Fly High am See, Lukas am See, Vince am See, nur 24-Stunden-Racer am Strand, Stuy am See, Scrax am See, Super Noob an der Villa, Luca an der Villa, Nice Fiber an der Villa und ich darf zum Dorf. Da stand ich heute schon mal. So. Ja. Schon zum dritten Mal für dich. Das kann ich mir sogar gut merken. Okay, zufälligerweise auch schon zum dritten Mal. Also so hitzig wie jetzt war es letztes Mal nicht. Das merkt man macht es schon zum zweiten Mal. Der Anspruch ist bei manchen gestiegen. So, aber jetzt cool. Und Farux, du darfst, sobald du bereit bist. Ich bin bereit. Alleine. Wie ist los, Kollege? Mein erster Tipp lautet, ich stehe im Wasser. Okay. Das hatten wir schon mal. Ja, okay. Egal, wo ich hinfahre, kann überall stehen. Ja, das ist halt das Problem, ja. Also das aber wir haben Winter. Das bedeutet, es ist nicht mehr so viel Wasser zugefroren. Ja, so viel zugefroren ist aber es friert hier eigentlich quasi Wasser, nur der See und der Fluss zu. Und da kannst du sowieso dich nicht reinstellen. Der Steinbruch fällt auch. Die meisten anderen kleinen Flüsschen sind alle halt nicht zugefroren. Ja, genau, das meine ich, ja. Und jede Pfütze auf dem See. Ja, wahrscheinlich steht da einfach nur ein Wasserloch in irgendeinem. Aber da müssen wir halt wohl den nächsten Tipp abwarten. Ja, eigentlich auf nasser Straße. Ja, verdient. Okay, komm. Straße ist aber nass. Da kommt ein Benter angeflogen. Ich fahr da einfach jetzt das Wasser ab, auch wenn er hier wahrscheinlich langsam, nicht ist. Puh, ja, ich fahr jetzt auch mal auf gut Glück irgendwo hin einfach. Hier gibt ja auch keinen Sinn, dann 10 Minuten da zu stehen. Wahrscheinlich halt unter einer Brücke oder so. Was, bin ich? Was? Andi ist in der Nähe. Ja. Andi ist, ich weiß, wo Andi gestartet ist, also fahr ich mal hin. Aber das. Was? Wo ist Andi gestartet? Warte, wo, weshalb, wieso, wo, wann? Überleg mal, wo du gestartet bist, was da auf deiner östlichen Seite ist. Vielleicht steht da ja irgendwo einfach mittendrin. Hallo, Moit, das ist doch hier irgendwo. Warte mal, wo ist Andi gestartet? Ich hab ja, das ist jetzt ein Tipp, den kann ich dir vielleicht geben. Ich weiß es Gott sei Dank noch. Den siehst du, weiß wenn es, du das da auch Video gestartet ja, komm. Das ist fair, ist für alle. Andi ist auf jeden Fall auf der Hauptmap von Horizon 4 gestartet. Er ist nicht bei Fortune Island gestartet. Oh. Danke für den Tipp. Aber die Reise zu Fortune Island ist gar nicht so weit weg von ihm. Also in San Giovanni. Korrekt, was? Also in Lego Island. So. Okay, danke. Du hast ihn gefunden? Ein Witz. Als ob so schnell. Nächster Tipp, bitte. Andi hat ihn gefunden. Das reicht. Das reicht mir vollkommen. Soll ich als Tipp meinen Startpunkt geben? Wäre das okay für dich, Farux? Hab ich doch gerade gemacht. Hast du noch nicht? Ja, doch, hat er. Doch, hab ich gemacht. Ja, gut. Der Fairness halber. Aber du kannst gerne auch noch mal präziser formulieren. Ich hab's ein bisschen umschrieben. Ich glaube, es hat eh jeder kapiert. Nee, wird gecallt, ob man in der Nähe ist? Ja, Lorn Männer. Merk schon, die heutige Ausgabe ist die Schmoll-Ausgabe. Alle am Schmollen. Aber ich bin heute auch nicht. Also, ne, ich will mich da nicht rausnehmen. Ich hab auch gerade vorher richtig schön Feuer reingekippt. Weil ich einfach so fest von aber ich muss ganz ehrlich sagen, ausgegangen bin und an die Setup halt gar nicht mehr. Nee, okay, das was ich jetzt sagen möchte, sage ich lieber nicht, das würde zu viel geben. Und dann hieß es nicht in der Nähe. Also, dass ich nicht in der Nähe bin. Nee, weil du auf dem falschen Feld warst, Nico, du warst auf dem oberen. Ich war an die Setup mal sofort, weil ich das Thema Fläche gehört habe. Weil der Fläche hat er so bewusst. Ja, aber weißt, bei CVR ist es ja auch eine Fläche so. Weißt du, oder beim Flugplatz ist ja auch eine Fläche. Aber ist es so. Ja, aber das Format halt so stattfindet, das. Ja, ist ja okay, alles gut. Ich meine, ich habe sogar gesagt, dass es da stattfindet. So.
Supernoob und Nicefiber sind in meiner Nähe. Schade. Supernoob und Lukas sind bei mir in der Nähe. Nicefiber, ich will zuerst. Also ich glaube, da alle wissen, was ungefähr ist, glaube ich, braucht es auch gar nicht weiter groß weitere Tipps, hey. Oder? Weil gibt mehr so finden wahrscheinlich. In meiner Nähe ist eine Offroad-Driftzone. Langweilig, was? Einmal standest du im Wasser? Oder im, nee, du standest im Wasser. Ne? Im Wasser steht er. Ja, ich stehe im Wasser. Ja, aber ich kann Offroad Driftzone. Ich glaube, wir sind fast schon zu weit. Ich weiß, was für ein Wasser er, glaube ich, meint. Ich glaube, wir sind fast schon zu weit. Was sagtest du? Eine Offroad-Driftzone? Eine Offroad-Driftzone? Und ein Offroad komplett aus der Welt einwandert. Ja, ich bin gleich auch zu weit. Weil hier kommt gleich kein Offroad-Driftzone mehr. Gerade überlegen, gibt es da noch Offroad? United, es dauert ja noch eine halbe Stunde. In der Nähe. Ich bin eine Offroad-Driftzone. Offroad-Driftzone gibt's viele. Ich mach so wenig Driftzone, als dass ich halt nicht mal eine viel sagen könnte. Ich hab halt auch gerade keinen Plan. Also, Offroad, aber ich weiß ungefähr das Gebiet. Dann gibt's ja noch ein bisschen Wasser und dann findet man das schon. Ja, ich hab das Gefühl, ich bin auch wieder weg, oder? Also Wasser hab ich, wo ich gerade bin. Ja. Ah, okay. Ich bin nicht wirklich aus dem Bereich draus, weil ich war gerade im Wasser. Gedauert, Offroad-Driftzone habe ich auch. Oh nein, da geht's nicht hoch. Oder geht's da hoch? Da geht's hoch. Nice, da kann er alles, der Geländewagen. Immer muss ich sagen, das ist ganz schön interessant, so früh sich angucken zu können, wo die gerade rumfahren. Also, Wasser, fuck. Boah, ich selber nicht gesehen, aber ich bin jetzt einfach. Du hast ja gesagt, du stehst im Wasser. Ist einer von euch aus dem Pausenmenü draußen? Ja, ich hoffe es mal, dass einer draußen ist, sonst ist ja, schwierig. Also soweit Leute auch in Sichtkontakt sind, gehe ich raus. Ich bin einer, ist doch irgendwo. Ich bin einer, ist eine einzige Welt. Und bin ich hätte wieder in eurer Nähe? Ja. Hier ist die Quelle. Ray ist einfach in der Nähe. Einfach jetzt die Scheiße. Barrocks, bin ich wieder in der Nähe? Kann nur das hier sein. Bleib auf der. Ich bin draußen. Alles andere macht keinen Sinn. Nicht das dachte ich auch, und dann bin ich drei Wasser abgefahren inzwischen. Jawohl, da ist er. Da steht doch schon was. Ja, siehst du. Hab ich doch richtig gedenkst. Shit. Au. Scrags kommt in die Nähe. Ja, ich gehe raus, sobald jemand in der Nähe ist. Also, Scrags ist in der Nähe, aber ist noch nicht so nah, als dass ich jetzt Angst habe. Ah, da ist auch nochmal so ein Ding. Okay, den hätte ich jetzt gar nicht gekannt. Ui. Aber den war mehr. Wie weit? Hä? Im Leben steht ja so weit von der Driftzone weg. War halt mega verwirrt, als ich halt random hier lang gefahren bin und dann gesagt, boah, ja, du bist in der Nähe. Hm? Ja. Ja, das Problem ist, hier kommt uns jemand entgegen. Das wäre ich auch erstmal wahrscheinlich. Ich habe das Gefühl, dass ich an der falschen Stelle bin. Ich habe eine Offroad-Driftzone und bin am Wasser. Ja, ich auch. Ja, ich auch. Ich wollte eigentlich hier hinfahren. Und da ist es auch schon, ich bin in der Nähe gewesen. Ja, genau. Also irgendjemand ist jetzt gerade zwei Mercedes entgegengekommen. Ja, da ist gerade links. Ja, da war ich gerade. Da an der Brücke war ich gerade. Genau, da unten runter. Hier. Nur falls ich es möglicherweise überhört habe, war ich schon in der Nähe oder habe ich es einfach nur nicht mitgekriegt? Du kommst jetzt in die Nähe. Moin. Okay, ist dann der Driftzone? Nee, dann ist ja alles richtig. Ich gebe euch mal einen Tipp für die Wissenschaft. Also nicht jetzt direkt zu dem, weil das ist Faroks Aufgabe. 71% der Erdoberfläche bestehen aus Wasser. Denkt mal drüber nach. Warum das Ding ist, dann ist der Call einfach falsch, dass ich schon in der Nähe findet. War. Ja, bei mir ja dann auch, weil keine Ahnung, wo ich dann jetzt bin. Faroks, bin ich noch nicht? Hätte eindeutig den Weg folgen sollen. Mit großem Abstand. Außer du bist hier in dem Wasser. Alter, was bringt da rum? Hallo, weißt du, wo es hingeht? Luca ist jetzt dann auch in dem Bereich. Ja, hier fahre ich seit 5 Minuten lang, aber da kommt ja nichts. Ich bin wahrscheinlich nicht in der Nähe, oder? Au. Das war ein Zug, glaube ich. Bis ein Zug kommt. Also Stuy, nochmal irgendwo Racer was. Ich stehe parallel zu einer Straße. Ich bin doch den Fluss schon entlang gefahren. Kannst du nochmal wiederholen, weil da hier ist auch Wasser. Ich stehe parallel zu einer Straße mit einer Blitzerzone in der Nähe. Wo zum Fick ist hier eine Blitzerzone? Ich habe die Wasserstelle gefunden. Ich glaube, ich war an der falschen Wasserstelle. Da kommt ein Stuy. Ein Stuy. Ich hoffe, ich bin nicht in die falsche Richtung gefahren. Oh, ich muss gleich draußen bleiben. Da kommt noch mal einer. Ja, ich finde Flüsse, die ich da vorne noch nie gesehen habe. Beruhig dich, hier ist genug Wasser für uns alle. Ja, gell, wollte gerade sagen.
Ich bin auf dem Fluss schon mal hochgefahren. Weg oder immer noch da? Ja, das war ganz so, das hat einfach aufgehört, das Wasser sehe ich gerade, weil da geht's ja noch weiter. Ja, die Quelle. Nein, Nico, das gibt ja gar keinen Sinn. Die Quelle geht in beide Richtungen, kann das sein? Ja. Weil das geht, ihr müsst ja in die und in die gehen. Ah, also nee, sag nicht. Bitte nicht. Oder geht die vom. Nee, das kann ja gar nicht sein. Da so rum kann es ja gar nicht funktionieren. Ja, aber also, sie kann auf jeden Fall nicht von dem westlichen weggehen. Das funktioniert ja schwerkrafttechnisch nicht. Nee, eben, der kann ja nicht. Es hoch, ist das Nächste, was es gibt in der Nähe. Ja, aber Moment, wenn es vom Östlichen kommt, funktioniert dann deine Schwerkraft auch nicht. Nee, es geht genau da, wo Luca ist, müsste die Quelle sein. Genau, ich bin nämlich genau da gefahren. Ja, nee, weil ich bin nämlich genau da gewesen. Da war es nämlich trocken und dann wurde es auf einmal nass. Bin aber ich jetzt besoffen, oder? Aber es geht in beide Richtungen. Boah. Das ist nämlich, also quasi, das ist eine Quelle, die in beide Richtungen fließt. Einmal sucht sie einen ganz kurzen Weg Richtung und ich glaube, ich muss mal da ein bisschen entlang fahren. Aber ich glaube, ich schwimme in die falsche Richtung, glaube ich. Ja, oh. Du bist auch nicht mehr in der Nähe. Ja, perfekt. Das Ding ist so. Also immer weiter. Ich könnte mal einen großen. Also immer weiter, ja. Irgendwann kommst du auf der anderen Seite wieder raus. Ich habe mich gerade dreimal überschlagen. Neben Gewässer. Was das Meer mit dem See mit der Flussstraße verbindet. Leute, seid mal bitte leise. Pharos gibt euch nochmal gerade einen Tipp. Ich stehe im Gewässer, welches das Meer mit dem Fluss verbindet. Boah, das ist ein starker Tipp. Also ich sag jetzt mal Staufluss, weil ich glaube, dass wir im Fluss stehen, ist glaube ich allen bekannt. Es ist der Fluss. Gott, bist du dir zu 100% Straße, sicher, dass dieser Fluss Lukas von dort nach dort geht? Wind, ist alles gut bei dir? Er ist in der Nähe. Ich Lukas in der Nähe. Den Meer mit dem. Einer ist aus dem Pausenmenü, also müsst ihr uns sehen. Bitte nicht hier vorne. Oh, bitte nicht da unten, oh Gottes Willen. Oh Gott, was ist denn das hier für ein Fluss, Alter? Ach, das kann doch nicht sein. Was? Ich fahr hier 5 Minuten wie so ein. Ich fahr gerade vom Fluss weg und jetzt. Oh Gott. Jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, wo hier Wasser sein soll. Oh, Vince. Ja, ich wollte gerade sagen. Ich fahr irgendwo. Was willst du? Vince runter. Mal wieder. Ich habe die ganze Zeit bewegt. Herr Wind, wo ist Vince? Vince ist doch schon längst da. LOL, Vince! Nee, geh mal nach Norden mit der Kamera. Geh mal nach. Willst du mich jetzt verarschen? Als ob da oben noch einer rumfährt! Ja, doch! Das passt da oben alles zusammen! Nochmal, Vince. Andi ist am Strand gestartet und er war direkt am Ziel. Da kann er wohl nicht am Güterbahnhof sein. Was ist das für Phänomena? Er ist. Ich hab schnell meine Ektase getunt, ich bin mal in Eingang getrieben gefahren, wie gesagt. What the fuck, ich bin gerade den ganzen Fluss entlang gefahren. Krax, es gibt aber mehrere Flüsse. Ja, ich wäre im Strand gefolgt, aber irgendwie bin ich gerade gesagt, das ist phänomenal. Ich finde den Fluss nicht. Ich find Lukas 370Z wurde einfach richtig baba. Der hat den besten Weg. Ja, Lukas macht's gut. Das ist auf jeden Fall der Fluss, der den ganzen Kram verbindet. Es ist auf jeden Fall der sicherste Weg, ja. Das stimmt. Also, andere haben dann schon, sind auf der richtigen Spur, aber ja. Ach, ja, aber so ein Fluss ist halt auch verzwickt. Das ist das Problem. Hä? Das war ein Wortspiel. Halt, du warst in der Nähe. Ich bin auch zweimal hin und her gefahren. Ich wusste aber auch tatsächlich nicht, dass da nochmal ein Fluss ist. Also das wie ich bin. Hä? Ich dachte tatsächlich, das wäre der einzige Fluss. Doch, hier ist jetzt dieser. Ja, ich dachte, da wo wir jetzt sind, dachte ich auch, das ist der einzige, den es hier gibt. Aber da ist ja nochmal parallel nochmal einer. Das wollte das parallel nochmal einer? Ja, da gerade oben, wo die ganze Zeit alle rumgefahren sind. Jetzt nochmal Fluss, es sind 3 Flüsse. Achso, doch, da bin ich schon ein paar Mal reingeflogen. Es sind sogar 3 Flüsse. Ja, mehr oder weniger sind es sogar 3, ja. Wobei der eine ist ja nicht der Rede wert. Bach. Wenn Vince jetzt noch vor euch da ist. Das wäre schon. Ja, das wäre. Okay. Das wär Disrespect. Mama, das ist jetzt die dritte Suche heute, ne? Da war man letztes Mal, aber letztes Mal effizienter. Ne, die vierte, dritte? Ich zieh die Elo. Ich kann versuchen, eine ganz schnelle zu machen dann noch. Naja, alles gut. Mach's dann was das nächste Mal wieder, wenn wir das nochmal machen. Also an die Zuschauer, wenn ihr da mal drauf Bock habt. Oh, nee, hier war ich schon. Hier bin ich schon mal hochgefahren. Lukas kommt in die Nähe. Bugs auch. Ja, Scrax ist in der Nähe. Der ist auch die ganze Zeit schon in der Nähe. Ich dachte, ich bin schon die ganze Zeit in der Nähe. Ja, mal mehr, mal weniger, ne? Das ist jetzt, noch aber, jetzt hat aber der Elvinko den Turbo gezündet, ey. Ja.
Jetzt auch mal in der Nähe, aber das ja wirklich trotzdem noch so frei, keine Ahnung mehr. Auf einmal sehe ich nur, dass ich die Kamera bewegen muss. Ja. Kombis kann ich halt. Oh Gott, ich komme ja gar nicht voran. Kombi! Komm mal, komm mal los! Hier ist doch niemand. Wenn sie nur den richtigen Eingang noch finden, dann... Weiß ich, Flyer als Tipp, wir stehen nicht in der... Er weiß, wo wir stehen. So, da steht der nächste Platz. Hier steht nicht was? Wir stehen nicht im Meer. Hier stehen mehrere Menschen. So. Aber da, also ich habe auf jeden Fall die sichere Route. Vince macht noch schnell vor Saturn. Na. Ja. Oh, davor steht Island Kurs. Da kommt was. So. Oh, endlich. Rex, oh Gott. Oh, vielleicht schafft Andy doch noch eine schnelle Runde. Mal gucken. So, es ist noch Fly High gegen Ich habe halt leider Zweifel, dass ja, daran von links Vince bin weiß, ich gekommen, wo wir stehen. Deswegen glaube ich da nicht dran will. Dann hier hoch. Ja, ja. Ich, ja. Machen wir das. Ja, genau. Wie, Ich überlege mir dann einfach einen Ort, der eine Stunde dauert. Vielleicht machen wir es auch mal in einer anderen Jahreszeit. Ist vielleicht auch vielleicht. Ja, da kommt eh ein Tunnel, der verschlossen ist. Was ist das denn? Ja, deswegen. Wir machen das nach dem Jahreszeitwechsel. Ich stelle mich aber vorher auf die Insel im See. Es gibt da unten eindeutig zu viele Flüsse. Ja. Wind ist auch in einem Fluss. Aber ich fahre mal ein bisschen weiter weg von den Fahrzeugen. Nicht, dass ich immer wieder geghostet bin bei den Fahrzeugen für die anderen. Ansonsten darf Farox, wenn er noch Tipps hat, hau raus. Wird langsam kritisch, aber ganz Vincent tippen. Ja, wo eigentlich gibt nicht viel in der Nähe. Ja, du kannst aber tippen, Vincent. Ich stehe am Lenker, ich stehe in keiner Verzweigung des Flusses. Das war jetzt noch ein Tipp, der hat nicht weitergeholfen. Ja. Ich hätte einen Tipp für dich, woraus du vielleicht einen Tipp machen kannst. Oh ja. Tipp Schaurennen. Vielleicht kannst du damit was anfangen. Genau, ich bin am Ende des Halo-Schau-Events oder auf dem Weg. Zur Flyer kommt immer näher, aber. Das ist der andere. Das ist der, ja, wenn ich immer näher. Ich kann seine Biene noch entlang gefangen, du Arsch! Vince, da gibt's noch einen. Ja, aber es ist halt in der Nähe, ne? So. Also, ich bin die ganze Zeit am Hupen, dass man nicht was für Tschüss hört. Hä? Ich würde eher sagen, Stichwort. Ende der Welt. Ja. Das verstehe ich jetzt nicht. Naja. Ach so, ah doch! Ja. Ja. Geht es darum, dass die Erde eine Scheibe ist? Ja. Nein, es geht darum, dass die Erde Begrenzungen hat. Ja. Und eine Scheibe hat Begrenzungen. Ja, sage mal. Ach, Fly High. Du jemals findest. Nee, ich glaube nicht. Also, so wie es gerade ausschaut, wird es ganz kritisch. Oh, da kommt jemand. Manchmal kommt es halt noch unerwartet. Noch ein verlorener. Vince, wo willst du eigentlich hin? Also, Vince fährt gerade wieder von uns weg. Ja. Probier mal die Map-Grenze abzufahren. Irgendwann ist aber nicht da. Lass die Tipps bitte, Farox. Versuch mal mehr sich an Flüssen aufzuhalten, statt auf Bergen. Da ist ein Fluss, du! Das ist korrekt. Es ist ein Fluss. Da hast du recht, aber es verbindet keinen großen Fluss mit einem Meer. Aber ich bin doch vom Meer gekommen! Der... Ja, das ist der Fleische Fluss. Der Fleische Fluss. Also, konkret gesagt, um das nochmal ein bisschen vielleicht klarer zu machen, es gibt einen Stausee-Staufluss und es gibt ein Meer. Deal with it. Echt, das macht gar keinen Sinn, wie der Fluss fließt, merke ich gerade. Ja, deswegen sage ich ja, genau da in der Mitte, wo so ein bisschen dichteres Gebäume ist, da fahren wir gleich am Ende der Folge nochmal hin. Da müsste quasi die Quelle in zwei Richtungen gehen. Da bin ich auch vorher reingefahren. Ja, da bin ich durchgefahren. Das muss so sein, es geht nicht anders. Das kann nicht vom See zum Staudamm fließen, wie soll das gehen? Da müsste ja eine Pumpe drin sein, das gibt ja keinen Sinn. Das wäre ein dummer Staudamm. So, lass mal einen Staudamm bauen. Ja, aber es fließt doch in die andere Richtung. Jan, das ist eine Pumpdamm. Vor allem ist ja auf dem Weg zum Staudamm ein Wasserfall, der Richtung See geht. Also, das meinte ich eigentlich. Ja, genau, dazwischen eben. Also, Andi hat nicht lange gebraucht. Also, Karl ist ja nicht so weit weg vom See, vom Strand. Ich habe Turbo gezündet, ja. Ja, ich bin hierhin über Bamberg gefahren. Ich stehe in der Nähe einer Blitzerzone. Ich gehe weiter weg. Du hast einen Flugsimulator-Add-on und bist vom Flugplatz immer hierher gepruppelt. Ja, okay. Der perfekte
Tipp war eigentlich an der Map-Grenze und Vince fährt schon wieder davon weg. Ja, aber der kam nicht von Faro. Wir stehen nahe der Welt im Zoom. Jetzt kann man von Faro. Jetzt war's bei mir. Damit ist er auch legit. Der ist approved. Expedition approved. Nee, aber das ist halt den Entwicklern nicht aufgefallen, dass da irgendwas nicht stimmen kann mit den Flüssen. Ja, vielleicht ist es ja so. Theoretisch oder schon stimmt. Kann es ja auch sein. Künstlerische Freiheit. Ja, kann ja sein, dass eine Quelle einfach in zwei Richtungen schießt. Warum nicht? Ja. Einmal entscheidet sich halt auf den ganz kurzen Weg Richtung Meer und einmal sagt es, okay, wir gehen von See zu Staudamm oder beziehungsweise von Fluss zu Staudamm zum See, zum nächsten See. Aber ich glaube auch, die allerwenigsten, also wie lange haben wir gebraucht, um rauszufinden, dass das hier theoretisch keinen Sinn ergeben könnte? Also ich glaube nicht, dass da so viele Leute drauf achten. Ja, ist ja auch egal. Also sowas eben. Ist mir wirklich echt egal. Also wenn man wegen sowas noch rumkritisiert. Yay! So, jetzt würde ich sagen, jetzt kann endlich die richtige Expedition starten, nämlich Richtung Quelle. Alles klar, ab durchs Wasser. Die Quelle nehmen wir mit nach Mexiko. So sieht's aus. Die. Dafür haben wir extra einen Kombi dabei. Ja. Aber die müsste dann noch hier gleich theoretisch. Moment, hier fließt ja noch die in die Richtung. Quelle der Jugend. Wir können einfach gucken, welche Richtung das Wasser endet, fließt. Das ja, hier muss es sein. Es endet wirklich und dann fängt's einmal wieder an. Ja, das ist die ewige Quelle dann der Jugend. Hier ist kein Fluss mehr. Ja, genau. Hier ist versiegt und dann müsst ihr hier gleich wieder anfangen. Okay. Sorry. Au. Au. Oh. Au. Ja, hier. So, da müsste es dann in die andere Richtung fließen, oder? Ja, fahrt mal nicht durchs Wasser direkt, bitte. Ja, muss ja. Ja, warte. Doch, das fließt. Ja, doch, es fließt in die Richtung. Ja, und hier fließt Richtung Fluss, genau. Ja. Maggi. Nee, Wasser. Ach so. Haben wir jetzt die Quelle der Jugend gefunden? Für immer jung bleiben? Ja, vielleicht, ja. Ah, wobei Vince ist, glaube ich, jetzt auf der Tour eher ein Jährchen älter geworden. Und was ist mit der denn wieder raus? Auch ich nach fast 3 Jahren Horizon 4 findet man auf der Map immer wieder neue Sachen. Ja, es gibt immer wieder was Neues zu entdecken. So, wunderbar. Das war doch eine schöne Ausgabe. Da war alles dabei. Spannung, hitzige Wortgefechte. Ein übelst abgehobener, von sich selbst eingenommener Moderator. Also Andi, echt. Und Entschuldigung. Ja, Mensch, Andi, ich versuche es mir abzugewöhnen. Und ein Vince, der, auch wenn es ein bisschen länger dauert, trotzdem am Ende zum Ziel findet. Wunderbar. Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Checkt die anderen Sichten aus. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao.